difficult. Never have I seen a lock this complex. Only a true master could. I got it. Ooh, only a true master, huh? Exactly. These fingers are the pride of Cairo. Did I ever tell you about the time? Are those famous fingers done yet? Corporal, check that out! Bait and tackle? Anyone spare a match? Well, what do you know? Didn't even get to use my gun. There are other ways to solve problems, you know. Well, there are lots of solutions out there. Wrestling, punching, running? Latif! Run! Oh, plan C again? Hallihallo und herzlich willkommen zum Volume Games Indie Dienstag mit The Lamplighters League and the Tower at the End of the World. Ein Titel, der glaube ich nicht länger sein hätte können. Umso schöner und kurzweiliger wird heute hoffentlich unser gemeinsamer Indie Dienstag. Ja, The Lamplighters League ist von Paradox Interactive, einem Studio, das sich als Indie Studio seit 2004 wie immer schön weiterentwickelt hat und mittlerweile auch größere Titel wie City Skylines entwickelt hat. Warum ist es beim Indie-Dienstag? Ganz einfach, weil ich das Spiel spielen will. So einfach ist es bei uns. Ich suche mir die Spiele aus, ihr schreibt mir, ob es euch gefällt und dann spielen wir die Spiele. Entsprechend heute der Lamplighters League zum Release am 3.10.2023. Was kann man zum Spiel sagen? Wir haben schon gesehen, es wird auf jeden Fall mal sehr unterhaltsam aufgrund der lustigen Dialoge und hoffentlich einer guten Storyline. Es erwartet uns taktisches Turn-Based Game à la XCOM, Rabbids, Mario und diversesten anderen Titeln. Auch dieses Spielprinzip finde ich schon mal sehr interessant. Und ja, das Spiel ist erschienen heute für PC und für Xbox und Xbox Series SX. Wer den Game Pass hat, kriegt das Spiel noch dazu. Mehr oder weniger gratis und kann es jetzt schon zocken über den Game Pass. Sonstige Plattformen, PlayStation, Switch, nein, momentan noch nicht. Ich würde sagen, das war genug der einleitenden Worte. The Lamplighters League and the Tower at the End of the World startet los hier beim Indie-Dienstag auf unserer Xbox Series S. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wir werden die Textsprache in Deutsch, ich nehme an, die gesprochene Sprache bleibt, Leistung geht auch gut, bleibt auf Englisch, so wie der Trailer, wir werden es gleich sehen. Ja, wir akzeptieren mal wie immer alles. Wir verkaufen unsere Seele. Wir könnten ein Paradox-Konto auch verknüpfen. Ja, das machen wir irgendwann anders. Los geht's. So, wir wollen eine Schwierigkeit wählen. Erkunden für Spieler, die sich mit rundenbasierten Taktikspielen auskennen. Ach, hier steht was Mittel. Moderate Herausforderung taktische. Aha, also gut. Abenteuer ist Mittel für Spieler, die sich mit rundenbasierten Spielen auskennen. Moderate Herausforderung taktische Missionen. Stetiger Gegnerfortschritt auf der Weltkarte. Überlebenskampf wahrscheinlich für Veteranen, das ist was bringt. Und Erkundung für Spieler, die weniger fangen rundenbasierte Spiele sind. Oder ein entspanntes Spielerlebnis. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach nochmal frech nach, was es denn hier noch an Erfolgen gibt. Müssen wir das Spiel auf eine bestimmte Art und Weise... Ach, hier, schließe die Kampagne auf Überlebenskampf ab. Na gut,
Ja, ich will es aber nicht gleich auf Überlebenskampf spielen. Wir machen mal Erkundung, ehrlich gesagt. Damit wir einen gemeinsamen lustigen Abend haben. Man muss ja nicht übertreiben. Tja, what did happen? We don't know. Bam. In dein Gesicht. Gentleman Chin. Trifft dich mit den Kurier, alle Agenten müssen überleben. So, wir können einmal relativ simpel die Kamera drehen, das gefällt mir schon gut. Aha, wir gehen auch gleich direkt. Wir können auch in Solo drücke, um den Agenten als Gruppen zu führen. Aha, damit kann man durchschalten, wen wir gerade steuern wollen. Entweder alleine oder beide. Wenn ich alleine bin. Gruppe, Gruppe. So, wir können gruppieren, wir können noch nicht durchschalten. Aber gut, das wird sich sicher auch noch erklären. Ja, du hast schon die Mega-Hintergrund-Story verpasst. Nein, ich habe nur die Hintergrund-Story zum Spiel bereits erzählt. Die gibt es nachher nochmal in einem Briefing. Aber ansonsten war das Intro gerade, wir sind Teil der League mit unseren zwei Helden hier und suchen gerade unseren Kurier, mit dem unsere Storyline eingeläutet wird. Sprint verursacht Lärm, dargestellt durch Ringe des Agenten. Gegner hören das, wären misstrauisch. Okay. Ja, das ist halt dann weniger schlau, aber wir können mal laufen. Was mir sehr schön gefällt, ist gleich einmal, dass die Steuerung halt einfach, obwohl es ein PC-Game sein könnte, weil es ja ein rundenbasiertes taktisches Game ist, sehr schön gleich auf der Xbox aufgenommen wird. So, dann die meisten Türen lassen sich öffnen. Du spielst im Infiltrationsmodus. Sieh mal, welche Agenten in Echtzeit über die Karte. Agenten haben verschiedene Echtzeitrollen: Spion, Raubein oder Saboteur. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt, aber als Spion kann Latif über die nahen Netze kraxeln und für. Vor allem kraxeln. Ich finde ich geil. Nicht klettern, sondern kraxeln. Und dann für Ingrid die Tür öffnen. Hut ab für diese Synchro. Ach, und jetzt sehen wir schon, dass wir es so durchschalten können. Und alleine steuern, dann können wir da kraxeln. Und sind hochgekraxelt. So, dann kraxeln wir. Ah, jetzt klettern wir runter. Vorher kraxeln wir hoch und dann klettern wir runter. Wahrscheinlich kennen alle klettern, aber nicht alle kraxeln. Naja, sicher, die können nämlich klettern und nicht kraxeln. Ingrid ist ein Raubein und kann marode Barrieren durchbrechen, um eigene Wege zu schaffen. Nutze Ingrids Fähigkeit, um die Wand zu durchbrechen. Na dann. Break it! You only going to break, break, go break, break the wall. So, da sind wir auch schon. Unser Kurier, er ist tot.
Ja, schlafen? Ne, glaube ich nicht so ganz. Und das Paket ist weg. Ja, dann schauen wir halt einmal. Aufklärungsmodus. Okay, dann können wir quasi free solo da rum aufklären. So, wieder zurück. Supi. Dann klettern wir da wieder hoch. Feind! Voraus ist ein Wachposten. In einer gut zu verteidigen Position treten die Agenten in seinem Blickfeld wieder misstrauisch. Ein Frontalangriff ist möglich, aber nicht zwingend. Schurken wie Ingrid und Latif können sich mit solchen Bedrohungen auch umgehen, ohne da zu werden. Jawohl, wir schleichen uns an. Als Spion hat Latif verschiedene Vorteile bei den Föderationen. Ist er nicht im Gruppenmodus unterwegs, kann er sich leise von hinten an den Gegner anschleichen. Wechsel zu Latif in den Einzelspielermodus. Und dann machen wir das. So, Latif, Einzelspieler, los geht's. Alles. Haben wir noch. Tack! Jetzt biegt er so, weil man gleich in Kognito ist. Während Infiltration können Agenten Hinterhalte nutzen, um Gegner lautlos auszuschalten. Diese einsame Wache ist das perfekte Ziel. Und dann. Heimtücke! Pam! Da, was haben wir da? Umgebung. Unten sitzt ein einsamer Nachtwächter, zusammengesunken auf seinem Stuhl. Neben ihm ein Ojo-Brett mit Buchstaben H. Mhm. So, kommen wir wieder her. So, und da vorne sind es zwei. Eliminiere die Wachen. Tja, ich glaube auch nicht, dass ich mich da großartig vorbeischleichen kann, oder? Ja, zwei Wachen sind zu viel für einen Spion, habe ich mir auch gerade gedacht. Aber Raubbeine wie Ingrid können mit Wucht bis zu drei Ziele gleichzeitig ausschalten. Aber hallo. Wucht verursacht Lärm. Aber Tote sind nicht mehr ganz außen. Bin ich bei dir? Wechsel zu Ingrid, drücke A, Ziele mit. Und wechsel dann wieder mit A. Okay. Aha. Okay, also das unten ist unser Counter. Wir können leider nicht beliebig oft hier rumdoktern. Also, gönn dir! Whoop! Bam bam! So, jetzt können wir die eigentlich kaputt machen, oder? Was war das gerade aus? Out of reach. So, komm her. Also, entweder machen wir die jetzt alle kaputt, oder wir schleichen einfach mal vorbei und ich bin gerade für Schleichen. Nachdem wir nicht wissen, ob wir die XP kriegen. Wenn du zu viel Lärm verursachst oder ins Blickfeld dagegen, schöpfen sie Verdacht. Na gut, ich sage mal, da können wir uns jetzt auf Vorsicht. Ach, der läuft da oben, okay. Wo laufst du hin? Ach, der war kurz out of sight. Das war aber nett. Hahaha. Das ist witzig. Komm, sind die irgendwelche. Hinter irgendwelchen Gegenständen sehen wir die gar nicht mehr. So, früher oder später muss gekämpft werden. Besser es geschieht zu den Bedingungen der Agenten. Bringe die Agenten in Position und wechsel dann mit RT in den Rundenbesitzmodus. Überlege den ersten Angriff gut, sobald der Gegner bewegt. Alle Agenten halten den ersten Kampfmodus an einem Bonus von 15%. Ja, aber gut, warum will ich den jetzt? Den kann ich noch immer ausschalten, eigentlich. Ich mag gar nicht unten, was ich gerade kämpfen. So. Der alleine ist. Was er ist. Zack. Something's bothering me. The courier's body was a pincushion, but none of these goons have knives.
And the sooner we find this package, the better. Ah, da sind mehrere. Gut. Jetzt haben wir da zwei Wachen. Der kann nicht mehr stealthen. Sie könnte noch ragen, also eigentlich müsste ich jetzt wahrscheinlich... Ah, aber ich könnte noch mit ihr. Ach, da hinter zum Kreis. Oh oh. Haben wir es gespottet. Beide gespottet. Tja, dann. Time for fight. Los geht's mit APs. Wir können zwei, eine AP oder mehr, bla bla bla. Gehe die Fähigkeiten. Bewegung im Kampf verbrauchen je nach Distanz 1 oder 2 AP. Aha. Na gut, so. Was haben wir da unten jetzt? Wir haben Trachtprügel, braucht 1 AP, macht 35 Schaden. Wir haben Bewegen, wir haben Nahkampfschlag, auch wieder mit 35. Und wir haben Ausweichen. So, manche Fähigkeiten mit dem Ziel schalten alle Ziele in Reichweite durch. Beim Anvisieren wird die Trefferchance. Okay, so, na gut, wenn ich den mit 35 erwisch, hat er aber noch immer genug Leben, habe ich den Eindruck. Und das auch nur mit einer 10%, also Wahrscheinlichkeit 100%, Trefferwahrscheinlichkeit kritisch 10%. Nochmal 8 Prügel. Nur einmal Provision. Okay. Ah, da kann man schon mal mehrere dann erwischen, oder wie? Ja, da habe ich so einen Roundhouse-Kick auf allen neuen Feldern. Na gut. Ja, ganz ehrlich, dann hauen wir den dann mal. Bam! Und dann lauft er weg und wir stehen mitten im offenen Feld, was nicht so ideal ist, hätte ich gesagt. So, das heißt. Gehen wir wieder in Deckung. Zack, erledigt. So, wir schauen mal mit dir aus. Du kannst schießen oder Feuerschutz geben. Macht 40 bis 60. Ah, da hat er noch immer 5 Leben, das nervt mich jetzt auch. Ja, dann machen wir den halt schießen. Verfehlt. Habe ich jetzt nicht aufpasst, was die Wahrscheinlichkeit war. Ah, 60% war die Wahrscheinlichkeit. Das ist ja auch noch 50. Und er verbraucht 1 Munition. So. Zweimal verfehlt ist aber schon fiese. Na gut, sie verfehlt mich auch. Tja. Wenn ich da jetzt wieder hingehe, gehe ich mal davon aus, dass ich den wieder schlagen kann. Belauschen bringt mir jetzt gerade relativ wenig. Schlag. Dann haben wir immer 10%, das gibt's ja nicht. Wie viel Leben können die haben? Attrappe, also ist der andere mit der Kronenfähigkeit. Schießen, Feuerschutz, nachladen. Aha. Lädt die Munition wieder auf. So. Ja, Waffe. So. Beweg dich halt einmal da rüber. Damit erhöhen wir hoffentlich unsere Chancen, dass wir den jetzt abschießen. Na, 45, 35. Das ist auch nicht, Dominik, muss man sagen, die beste Chance. Hat schon wieder verfehlt. Also schießen haben wir nicht drauf, habe ich den Eindruck. Tut aber mich der hinter der Säule erwischt, das wäre auch sehr komisch. Oh ja, und die schießt mich genau ab. Na gut. Kann ich euch Helden auch wechseln?
Ja, ich kann mal aussuchen, mit wem ich zuerst spiel, passt. 20%. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn triff, wird immer niedriger. So. Aber er kann auch gar nicht mehr viel Deckung haben, meiner. Ich geh mal darüber. Dann muss er. Wenn er jetzt nicht weniger Deckung hat, na bitte. So. Aber jetzt. Pam! 40. Naja. War gar nicht so viel. So. Dich habe ich bis wenigstens weg. K.O. So, und jetzt kannst du dich wieder in Deckung begeben. So. Und. Ach, hättest du nochmal schlagen dürfen. Und gar nicht aufpasst. Nö. Das wird's dumm. Kann ich einen Zug rückgängig machen? Schaut nichts aus. Na gut. Ich hätte nicht hauen können. Ja. Zuerst hauen können und dann zurückziehen. Ich habe nicht aufpasst, wie viele PS ich noch habe. Warum habe ich jetzt überhaupt 3 gehabt, weil ich ihn kaputt gemacht habe? Naja, so lernt man das Spiel kennen. So, jetzt ist der fix weg. K.O. Bereich gesichert. Aber ich habe nicht mehr viel Leben. Also, habe schon noch Leben, aber nicht mehr Vollzeit. Get over here. We need to find the package. Get down. So, what's he like? Yeah, I mean, he has neat handwriting. Can he pace well? You've never met him either, huh? Na, oh, da sind schon wieder 2 Gegner. Innenhof, da sind sogar 4 Gegner. Und das Paket. So. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So. Und 2 haben wir noch über. Ich würde meinen, dass du nur den mal niederschießt. Pam! Minus 40. Gegner alarmiert. Haben wir fast 8. Ja, 50 Chance, aber dann wäre er tot. Pam, tot, jawohl. So, du hast 2 APs. Hast aber keinen Gegner in der Nähe. Ja gut, ich gehe davon aus, dass die Mission eklig aus ist, also gehen wir da mal irgendwo. Gehen wir mal da hinten in Deckung. Aha, war gar nicht so gut in Deckung gegangen. So, in dein Gesicht. Bam, einmal. Und kann ich dich nochmal hauen? Ja. Einmal, zweimal und gesichert. So, take the package and let's go. Oh, let's take the car and go away. Playing cards. Oh no, das klingt nicht sehr. Tja, noch wissen wir nicht, wer Mr. L ist, aber wahrscheinlich ist er der Leader of the League. So viele L's. Ha! Ah, das wäre jetzt voll das Thumbnail, oder? So passt, oder? So, jetzt haben wir wieder voll erleben. Sehr schön. Und wieder aufgeladen. Das gefällt mir. Triff dich mit L's.
Kontaktperson. Und dann sind schon wieder gleich die Gegner da. Tja. Aha, gut. Also die sollten wir eigentlich ignorieren. Wenn das geht, dann machen wir das. So, was haben wir da? Zeitungspapier. Dann verstecken wir uns im hohen Gras. Ich finde das mal lustig, wie wenn wir die Gegner weg sind. Gefahrenquellen wie Sprengstoffkisten. Belauschen. Kann man da hinten drüber klettern? Schaut nämlich so. Na, können wir nicht, gut. Aha, das sind drei Gegner. Aha, da ist aber Sprengstoff. Ja, was machen wir mit Sprengstoff? Wenn ich drauf schieße, dann gehen, dann sind wir wahrscheinlich alle kaputt. Gegner alarmiert, aber ich habe relativ viel ausgeschaltet. Na gut, da rechts kommen noch welche. Ich wollte doch einfach nur entkommen. Na gut. So. Jetzt haben wir halt einfach laut. Zwei Gegner bleiben noch. So. Jetzt die Frage, wo wir uns am besten hin verstecken. Ich habe auch nur mal einen AP. Ich sollte irgendwie in Deckung gehen. Da oben ist einer, der kopiert man sich ja eher weniger gefährlich. Der unten, der kann aber ums Eck schießen. Das heißt, am besten. Na gut. Am besten gehen wir da in Deckung. Da sind wir safe für beide Seiten. Dann haben wir die Ingrid. Die ist nicht nah genug für einen Schlag. Steht aber auch mitten im Weg. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt einfach mal darüber ins hohe Gras, in der Hoffnung, dass sie uns nicht sehen. Und da sagen einfach mal ausweichen. Passt. Und schauen, was passiert. Aha, der rennt weg und schießt. Die Kameraführung ist immer sehr interessant, von wo er schießt. So, wir sind wieder dran. Der ist jetzt da oben. Das heißt, das geht sich wieder nicht aus, dass der dann haut. Der oben läuft weg. Schauen wir mit dir, ist tief. Erwischt du den oben? Den unten auch noch sehr unwahrscheinlich. Eigentlich wäre es gescheiter, wenn du. Die beste Position zum Schießen ist eigentlich da unten. Dann bin ich in Deckung, aber kann ihn wahrscheinlich relativ sicher erwischen. Pam! Aber nur mit 40. So, und du gehst jetzt danach wieder da unten in Deckung. Sneaken wir uns dann langsam rauf. Und ja, sehr wurscht. Phase beenden. Schauen wir mal, ob uns dann einer überbleibt. Vielleicht habe ich deshalb vorher drei gehabt, weil ich einen über gehabt habe. Na, ich lade euch nur auf 2 auf. Okay. Gut, das heißt. Again. Kannst du den gescheit erwischen? 40%. Na, taugt mir nicht so, was ist mit dir? Ah, ich glaube, das Gelbe ist, wo ich ihn hauen kann. Aha. Also, ich kann da schon hingehen, kann ihn dann hauen, stehe ich mitten im offenen Feld, aber ich kann da drauf schießen. Machen wir das vielleicht vorher. Das ist, wenn ich mit dir, du Sneaky Boy, gehst du mal daher. So. Dann schießt du auf Feuer. Jawohl. Das tut dem anderen nämlich weh.
Finde ich auch gut. Der ist damit geboot. Jetzt kommst du dran. Die Frage ist, ob du genug Schaden machst. Ich fürchte am Ende des Tages nämlich fast nein. But at least I tried. Ja, geht sich gerade wieder wahrscheinlich um 5 Leben nicht aus. Ja, jetzt schießt der wieder auf mich. Nein, läuft sogar weg, aber stellt sich zum anderen. Huh! Ha! So ein Lulu. Aber da hinten ist noch einer. Ach, der ist nicht gestorben. Ich dachte, er ist tot. Na gut. Dann haben wir ein anderes Problem. So, jetzt machen wir den. Ich kann ihn unten hauen. Wie viel Leben hat der oben? Wenn ich triff, ist er tot. Na gut. Also eigentlich kann ich auf frontal gehen, weil ich kann jetzt sagen, geh. Daher. In der Hoffnung, dass du jetzt besser triffst. Ja, 55. Ja, hat ausgereicht. Und du haust den jetzt einfach mal. Dann ist der auch kaputt. Passt. Bereich gesichert. Nice. Ich habe sogar nicht einmal ihn beleben wollen, oder? Jetzt haben wir relativ gut gemacht, muss ich sagen. So. Dann können wir wieder was einsammeln. Ich nehme an, dass wir wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwelche Sammlerobjekte haben. Wenn man fleißig erkundet. Ja, ich finde das mit dem um die Ecke schauen, finde ich schon witzig. Wenn auf einmal ein Gegner dort steht, immer denkt, nein! Mhm, da ist unser Partner in Crime und da sind viele Gegner. Und da ist noch eine Tür, Frachtbereich. Na gut, dann treffen wir uns mit unserem Kontaktmann. Kontaktiere dich, Kontaktmann. Oh, die dritte Klasse, der Saboteur. Knackt Schlösser und setzt Stockminen ein. Na gut, jetzt haben wir einen dritten im Bunde, den Saboteur, der uns da jetzt die Tür aufmacht. Knicke die Knacke die Knick. Tür ist offen. So, vor dir liegt ein optionales Gebiet. Die Agenten müssen es nicht betreten, wenn wir uns unter Film gehen, der können sie schwer machen, denn dort patrouillieren wir gegen. Aber optimal bieten auch wertvolle Bedingungen, Heimschleichen durchkämpfen oder ganz normal die Entscheidung bei dir. Naja, dann gehen wir da schon nach durch. Also der sollte halt eigentlich fast Schockminen werfen, ne? So. Ha, so wie schmal, ja. Bis auf den drüben, egal. Oh. Alle geschockt, aber sind noch nicht alle kaputt. Sollen wir nochmal einen nachwerfen? Almost. Noch immer nicht kaputt. So. Pam, pam, kaputt. Und Spion, mach den letzten kaputt. Ach, du musst alleine gehen. Ah, gut, das hat nicht gut funktioniert. In die Entdeckung gegangen. Doppelschuss. Zwei unterschiedliche Ziele. Man kann eh ruhig den gleichen angreifen. Wir können sogar noch. Wir können sogar noch darüber gehen, weil dann können wir direkt auf ihn schießen. So, aber dann ist er ziemlich sicher kaputt. Bam. Erledigt. Na bitte, haben wir fast mit unseren Special Moves alle ausgeschaltet. In der Hoffnung, dass die Mission gleich vorbei ist und ich die Special Moves nicht noch länger brauche. Ach, da hinten ist unsere, trifft dich mit den Piloten. So,
Jetzt gibt's aber Items, hat's geheißen. Aha, Bandagen. Ach so, das kann jetzt. Jeder kann eins mitnehmen, scheinbar. Zack. Und noch ein Summer Collectible. Oh, bitte, jetzt haben wir mitgenommen, was? Gas, Gas und zweimal heilen, soll ich das mitgekriegt habe. So. Und da rennt ein Gegner. Den haben wir gerade laufen gesehen. Die wollen wir jetzt eh darüber. Ach, öffnen. So. Ja, ich könnte noch unseren Hinterhalt-Dude, der hat noch gar nicht viel gemacht. Den schicken wir jetzt einmal alleine da rein. Aha, der hat einen Schlüssel. Und da sind jetzt aber drei oder was? Ach, da hätte man das noch einmal eine Mine werfen können, dass die alle da. Mähen wir nämlich hin. Aber der hat einen Gifty. Ha! Ach, doch nicht. Was steht dahinter halt? Aha, geht nicht. Bin ja zu dumm für unseren Gegenstand, so wie es ausschaut. Vielleicht geht das auch noch nicht, was weiß ein Fremder. Wir können dich einmal K.O. schlagen. Oh oh. Na gut, der hat mich gleich gefunden. Schade. Na gut, 80%. Mit eigentlich heißen zwei Schuss und er ist tot. So mag ich das. So. Ihr müsst euch sowieso erstmal rausbegeben. Ach, das ist der 2 AP, heißt das. Jetzt verstehe ich das im Gelben auch. Das zweite heißt eigentlich, mit 2 APs kann ich so weit laufen. Du musst dich für den Nahkampf sowieso vorbegeben. So. Passt, Gegner. Der rendert sich hier vor, von da hinten. Ist das ein Nahkämpfer? Yep. Das ist ein Nahkämpfer. Ich glaube, dann kriegt er gleich mal das Maul von unserer Nahkämpferin, ehrlich gesagt. So. Einmal. Bam! Und gleich noch einmal. Dann ist die auch weg. Bereich gesichert. So. Dachte mir da das. Ah, Messingschlüssel. So. Türen können Schlüssel geöffnet werden, sobald ein Kind einen Schlüssel hat. Ist die Frage jetzt, wollen wir da raus mit dem Schlüssel oder. Okay, passt. So, was haben wir da noch Hübsches? Bandagen. Schauen wir da noch, was da hinten ist. Machen wir da schon. Ach, das ist, wenn wir da jetzt. Weil das müsste quasi im Kreis gründen, ne? Okay, na dann gehen wir durch die Tür durch. Team, follow my lead. So, zuvor kommen jetzt nochmal Gegner und haben es dann nicht geschafft. Das nächste Gebiet. Ah, da hinten ist unser Pilot, da sind wir schon wieder irgendwo. Naja, da sind schon wieder jede Menge Gegner. So, also da ist einer ganz klar. Höhere Vorteil. Da hinten ist irgendwie unsere Aufklärerin. Also unser Pilot nehme ich an. Nicht Aufklärerin. Muss ich jetzt danach zu irgendeinem Flugzeug auch laufen nachher? Also das schaut so aus, als wäre unser Flugzeug. Also eigentlich müssen wir nach rechts den Pilot retten und dann müssen wir irgendwie da hinten rauflaufen, so wie es ausschaut. Und das Ganze mit ein paar Gegners. Tja, na gut. Und hätte ich was sagen? Dass man fast wieder
kurz silenzen. Wir rennen 1, 2, 3, 4. Und dann bummst du. So, gehen wir mal aufklären, hätte ich gesagt, mit einem. Da ist auch einer. Ah, das ist schon wieder der, der mich eventuell spottet. Da sind 1, 2. Okay, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Gegner. Und wir könnten jetzt da frech sind und schießen. Könnten wir viel erwischen. Aber die werden wahrscheinlich alle nicht tot auf einmal. Weil die machen. Steht leicht da, wie viel Schaden der Dynamit macht. Und den Schuss wird man hören. Und meine anderen Buddies sind irgendwo anders noch. Ja, aber es ist gerade sehr verlockend. Na, das ist einfach. So. 7 Gegner. Ach, die haben sogar noch Leben, oder? Ich dachte, die sind kaputt nach der Aktion. Nein, sind sie nicht. Gut, dann alle mal rüber. War vielleicht nicht die taktisch klügste Entscheidung, aber war mir egal. So, wir rennen mal alle daher. Ich glaube, die werden jetzt alle in der nächsten Runde aufstehen. Das heißt, dein Job ist jetzt eigentlich mit deinem einen AP zumindest den starken gleich ausschalten, damit nur noch die kleinen überbleiben. Passt. So, jetzt stehen die kleinen drei wahrscheinlich auf. Oh, Ninja. Ach, das sind die Feinde, die es mir vorgesagt haben, die Ninjas. I'm a Ninja! Oh, die laufen weg auch noch. Loot Ninja! Okay, kommt alle noch her, dann kann ich euch gleich hauen. So. Gut. Also, du bist die Bötzerin. Du kannst darüber springen, machst den kaputt. Gehst dann darüber und machst den nächsten kaputt. Ah, schau, für K.O. verliert sie keine AP, so wie es ausschaut. Aber da oben sind halt noch 1, 2, 3, 4. Ich sehe sie jetzt nämlich gleich. Wenn du nämlich jetzt auf den Level 10er gehst, ist das schlecht. Du kannst den einer noch ausschalten, da brennt schon wieder alles, oder auch nicht. Wenn ich den kaputt mache, ist die Frage, schaffe ich es dann irgendwo Deckung zu laufen, aber dann ist die ganz allein, das macht ja auch keinen Sinn. Dann machen wir die wahrscheinlich mal nix. So, schauen wir mal weiter. Was ist mit dem? Du kannst schießen. Und du auf den triffst mit 60%, wenn du auf den triffst 30%. Hm. Gut, gegen den sogar gar nichts, hat sogar Urbeleben. Also ich nehme an, das ist unsere Nemesis für die Runde. Und da hinten ist auch noch irgendwann einer versteckt. Also bei dir wäre es nicht schlecht, du hast eine schlechte Position. So, der Havra kann wieder urviel schießen, der steht aber auch wieder noch blöd gleich. Ja, du kannst... gar nicht so schlecht. 65. Ach, du kannst nur auf den schießen, oder? Weil da steht einfach gerade so, dass er nur auf den schießen kann. Hm. Was ist, wenn ich mit dem, also das, da brauche ich wieder 2 AP-Punkte. Hm. Da brauche ich einen, also eigentlich wäre die Position gerade ideal. Dann gehen wir mal darüber. Weil du auch zweimal schießen kannst. So, machen wir den einen kaputt. Und dann schieße auf den anderen. Zack, kaputt und verfehlt, na gut. Aber damit sind sie mit 3. So. Jetzt wissen wir, was. Dass ich die oben 2 habe und den einen großen da rechts. Den großen werden wahrscheinlich mehrere Runden kaputt machen müssen. Du kannst eine Attrappe machen. Die Special Ability kann ich nur einmal im Ding machen. Der Gegner greift die Attrappe an. Passiert das genau an der Stelle, wo ich gerade stehe.
Aha, also stellt das dorthin und bewegt sich dann woanders hin. Ja, das ist einmal nicht schlecht. Also mit dem kann ich mal die Gegner gleich irritieren. Also wenn ich zwei mache, kann ich mir jetzt nichts mehr machen. Ich könnte sie da herstellen. Dann machen wir das. Ich stelle jetzt da eine Attrappe hin. Einfach nur, dass wir ausprobieren. Attrappe. Und ich nehme an, das ist, wohin ich mich dann zurückziehe. Am besten irgendwo, wo ich nachher auch die Gegner angreifen kann. Also mal daher. So. Attrappe und er läuft darüber. Passt, haben wir gecheckt. Das macht Sinn. So. Du hast zwei. Ich kann eigentlich sagen, du hast einmal wen. Zack. Und. Weil der hat noch immer, der hat einen Schutzschild los. Okay. Jetzt laufen wir irgendwo noch in Deckung. Und hoffen, dass nichts passiert. So, schauen wir. Mit den Trapez angriffen. Na, Alter. Giftgas. Mhm. Aber greift zumindest die Trappe an. S-Plant. Und dann läuft's weg. Und der greift uns direkt an. Also, das war auch die Trappe. Okay. So, Freunde. Lieber Ingrid, du musst dir da oben jetzt langsam kaputt machen. Aber mit 35 werden wir nicht weit kommen gleich. Ja. Den könnte man fast sogar hinig machen, weil er schon ein bisschen Schaden gekriegt hat. Aber muss ich auch zweimal angreifen. So, Latif, was ist mit dir? Du bist jetzt gleich blöd, weil du da unten in seinem Side bist. Du machst aber 40 Schaden. Und da unten stehst mitten in der Schusslinie. Hat kein Zielenreichweite. Der Havara steht neben dir. Was ist das für Zielenreichweite, Alter? Ach, wegen dem Nebel wahrscheinlich, ne? Schmart, ich schmart. Ja, aber gut, dann müsstest du trotzdem den neben dir sehen. Ach komm, wir grasen den jetzt von hinten. Lauf doch mal weg. So. Die bin ich immer der Meinung, dass du mal da gehst. Und zumindest den. Ach, das ist in den Nebel, der da symbolisiert ist. Sehe ich scheinbar alles nicht. Das ist schlecht. Und dann machen wir das. So. Und eigentlich hast eh nur du Chancen, dass du den einmal haust. Ach, du kannst den hauen und dann woanders hingehen aus. Dann geht er her und hau einmal. Donk. Und 8 Prügel. Ja. Stehen wir zwar genau daneben, aber mal niedergeschlagen. Das, damit sind die K.O. für eine Runde. Yes! Also die Attrappe ist sehr gut positioniert gleich. Der Nebel lichtet sich, deshalb haben wir einen kaputt gemacht. So. Ingrid macht den kaputt. Passt, Bereich gesichert. Was ist mit dem? Muss man die unten gar nicht. Ach, die Schattenjägerin, die war nur just for fun da. Na, das ist ja interessant. Die war einfach nur so da. Gut. Bandagen. Hat er irgendwie einen Schaden gekriegt? Na. Weil das haben wir nicht nochmal so schlecht gemacht. So. Ja, jetzt haben wir die Captain Nikki, die kann Grenades machen, so wie das schaut. Ja gut, aber eigentlich habe ich jetzt alle ausgeschaltet, also zu spät. Was haben wir da noch? Ah, das können wir umkicken. So, jetzt können wir uns danach kurz umschauen, was eh wurscht ist.
Bandagen. Nochmal Bandagen. Oder? Was steht da? Ja. Na gut, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Und sagt sie dazu. Ich glaube, das war jetzt nicht so schlecht. So, entkommt. Ja, let's see. Ja, schau, da steht sogar lang ihre passiven Fähigkeit Kill Instinct verfügt über plus 1 AP pro Tötung, ne? Haben wir auch gelernt, dass sie, wenn sie wen tötet, wir den nochmal angreifen können. Ash, erste Trophy. Das ist leider wahr. I am no archaeologist, Monsieur Lechain. And my rivals in this race are even less so. I want to preserve the tower. My enemies want to ransack it. It cannot be allowed to fall into their hands. But it can fall into yours, huh? Ja, genau, die haben wir vorher schon kennengelernt, ne? Mit ganz vielen Leben. Okay. Sabotage, huh? You have a target in mind? My sources have identified an outpost belonging to another of the Corps' three leaders, the tycoon Trace Marteau. Marteau? Isn't that the famous American industrialist? The one who's always in the papers? Very sad. I want you to infiltrate his outpost, sabotage a machine you'll find at the center, and return to me.
Sabotage requires a subtle hand. You need me. In the spirit of charity. Oh yeah, so net zones. You'll need me too. But if the other two scions are anything like the Castro, I ain't risking my neck for free. Mr. Sawyer is right. Double our fee, Mr. Al, and we'll get you one. Double it is. And please, call me Lock. Ooh, Lock and Load. Du, 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 du. Willkommen im Unterschlupf. Willkommen auf Del Bastos Landing. Weltkarte, die nächste Mission, das ist die Weltkarte. Da können wir eh nur eine Mission theoretisch auswählen. Da sind unsere Agenten. Wir haben 3 von 17 Fähigkeiten freigeschalten. Fähigkeitsbaum. Also nachdem das das Initialisierungsding ist, muss ich das etwas kaufen, oder? Ah, FP teilen sich da oben, okay. Ich kann mal aussuchen, für wen ich was freischalte. Ja, dann kaufen wir halt die Basic-Fähigkeit von der Ingrid. So, jetzt haben wir unsere FP da rechts oben ausgeben. Ja, müssen wir sowieso für alle mal die Basic kaufen und kann ich schon mal für einen eine Nächsttüre nehmen. Stoß einen Gegner zurück. Passive Fähigkeit beim Verwenden von Augen zu durch älter Ingrid Geschwindigkeit plus 2. Also da machen wir einfach mehr Schaden, wenn wir durchlaufen. Einmal ausweichen, Schnellschussfeuer, Attrappe. Ich muss eigentlich, finde die Attrappe gerade gar nicht so schlecht gleich. Upsi, markieren. Durch Nachladen ein hohes Ding. Ich wollte einfach. Ja, ich glaube, wir machen ein Trap. So, damit haben wir alle Punkte ausgegeben, die wir gerade so haben. Dann haben wir noch einen Händler. Ja, da können wir für Vorrat Takeaway Sachen kaufen. Okay. Dies ist dies. Ah, da können wir noch Dialoge machen, oder? Mr. Locke hasn't asked us to break out the pickaxes. He just wants us to smash up some machinery. That's another thing. Base Marto is in a secret alliance with that Nicasio. How's that for an odd couple? He's working on flying cars and she's running around with antique swords. How did they meet? I wonder that too. It keeps me up at night. I'm trying to count the money like David, but I keep losing count because I can't stop wondering. Mr. Sawyer, I'd be happy to count your money for you. Gentlemen, please. It's simple. Two sets of wealthy eccentrics have decided to indulge in an archaeological competition. Our Mr. Locke and this banished court. And if we play our cards right, we'll come away rich enough to cultivate eccentric hobbies of our own. Mm-hmm. Now, if you'll excuse me, I'll be preparing for our next mission.
We wouldn't want to disappoint our employer, would we? Ja, haben wir die eine Unterhaltung beendet, dann haben wir da noch eine Unterhaltung. Okay. Oh yeah, you're going to do a reading, see your future. Can you see my future? Centuries of study, and we've only scratched the surface of the card's potential. But you know this, the undrawn hand doesn't predict the future. It changes it. Can it give me a future where I have a secret island of my own and don't have to work for you anymore? The cards prefer those who tempt fate. Perhaps if you keep sticking your neck out in the field, like you did in Marseille. Forget about it. I almost got my head sliced off in that last job. I'll keep flying your gang of crooks around, but I'm not getting off the plane anymore. Not for anything. Not to worry. My agents will handle the field work from now on. Mm-hmm. See eye to eye. Good night, boss. Hope somewhere in those cards of yours is a winning hand. There is, Captain. There has to be. Ja, noch einen Dialog haben wir noch. Na gut. One more thing. These are portable radios. They'll allow you to communicate in the field as if you were standing side by side. That's the tiniest radio I ever seen. In the war, they were big as rucksacks and heavy as sin. The modern world is one strange and rapid change. I'll take any advantage it provides. Na passt, haben wir alle Dialog ausgeschöpft. Damit. Aha, kriegen wir scheinbar damit den Loot. Agenten zuweisen. Zerstöre einen Generator. Okay, wir haben eh nur die drei, also können wir eh nichts wechseln. Damit geht der Testlauf los nach Indien. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Indie-Dienstag mit The Lamplighters League und The Tower of Whatever the Title Was. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Titel. Wie gesagt, heute erschienen am 3.10. für PC und Xbox und auch im Game Pass enthalten. Ein witziges Spiel mit Strategieaspekten und auch noch einer interessanten Storyline. Wie wird die Geschichte weitergehen? Werden wir den Turm erreichen? Erfahrt es, wenn ihr das Spiel vielleicht selber spielt oder vielleicht auch in einem oder anderen Artikel. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder vielleicht in der nächsten Woche beim Volume Games Indie Dienstag. Immer brav auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, games.volume.at, auf sämtlichen Social Media Kanälen wie Facebook und Instagram und natürlich auf unserer Homepage volume.at/games für die neuesten Reviews, News und auch Previews. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal.